Willkommen zu einem neuen Unboxing auf meinem Kanal. Ich bin neuer Firobu und ihr seht sie hier schon stehen. Und viele, wenn ihr jetzt denkt, das ist die Black Edition von Nier Automata, ich muss sie leider enttäuschen, die habe ich leider nicht. Nein, wir haben hier die Collector's Edition von Mirror's Edge Catalyst. Und guckt euch mal diesen Brocken an, wie groß das Ding ist. Und jetzt ist verdammt schwer. Ups, okay, das sollte ich vielleicht doch nicht hinstellen. Dann stellen wir sie erstmal hier hin. So, dann zeige ich erstmal nur. Ach, kannst du auch nicht hinstellen. Fuck. Ist einfach riesig. Ich habe einfach zu wenig Platz auf diesem Schreibtisch. Ich brauche einen neuen Schreibtisch. Ich hoffe, er kommt bald. So, dann wieder den Karton. Und da ist halt hinten, was drauf ist. Ist ohne Spiel. Kann ich direkt sagen, ohne Spiel. Wenn ihr das Ding hier ohne Spiel kauft auf Amazon, auf Ebay, kriegt ihr es für 35 Euro. Kann ich euch schon mal so sagen, habe ich mich schon vorüber informiert. Und auf Amazon für 70 Euro ohne Spiel. Wie gesagt, ohne Spiel. Mit Spiel kostet es wesentlich mehr. So, dann haben wir hier die Vorderseite, haben das Logo und hinten ist so Dice eingraviert, was ziemlich edel. Wie gesagt, die sieht auch sehr, ist auch sehr hochwertig, die Box. Fühlt sich sehr hochwertig an. Und die ist verdammt schwer. So, machen wir hier auf. Seht ihr, dann kommt hier so was Rotes. Nicht unscharf machen, Kamera, danke. So, zack. Habt ihr schon gesehen, dann ist, seht ihr das Rote. Wie gesagt, das Logo ist halt nur, das Rote ist halt von Hintergrund. Ist gut gemacht, gut gelöst. Das sieht alles sehr hochwertig aus. So, und hier kommt uns schon die Figur entgegen, aber man kommt noch vorher an andere Sachen dran. Zum einen hier haben wir das Steelbook. Sehr edel sieht das aus, finde ich. Sieht gut an. So, kann ich mal von innen zeigen. So. Ja, das ist ganz cool, ist ganz, sieht gut aus. Ist jetzt kein überragend krasses Artwork drauf oder so, deswegen ist das nur ein Standardding für mich. So, was haben wir hier? Eine Tüte. Mit ganz viel Briefumschlägen drin. Ich schiebe die mal ein bisschen zur Seite. So, dass sie nicht runterfallen kann. Denn wie gesagt, zu der Figur komme ich am Ende. Das ist jetzt meine größte Figur. Wie gesagt, wenn ich dann endlich das neue Regal habe, kann ich endlich mal die Figuren alle aufstellen. Müssen die alle nicht in den Kartons verstauben. Das ist so ein bisschen frisseltarbeitige Sachen rauszukriegen. Fangen wir es mit dem langweiligsten an. Ein Tattoo. Auch mal ein Tattoo. Kannst du dir irgendwo hinkleben. Ist nichts Besonderes. So, habe ich hier. Hochwertige schwarze Briefumschläge sehen richtig edel aus. Dann haben wir den ersten Briefumschlag. Was haben wir hier dran? Keine Postkarten, sondern Konzeptzeichnungen und so. Finde ich. Oh, ihr seht ja gar nicht. Ups. So, jetzt haben wir hier nochmal. So, jetzt haben wir schon ein paar. So. Ups. Oder die hier. So. Ja, kann man sich auch irgendwo hinhängen. Könnte man vielleicht eine Collage oder so draus machen, wer weiß. Ist auf jeden Fall ganz nett. Das ist ja wie bei den Nier Collectors nicht mehr wie letztes Zeit dabei, habe ich das Gefühl. Ja, wie gesagt, ist ein nettes Ding, kann man sich wahrscheinlich irgendwo hinhängen oder so. Und dann haben wir jetzt hier noch so einen großen Briefumschlag. Auch wieder ein schwarz. Oder sogar hat es hier auch. Sicher ist jetzt, dass das Mirror's Edge Logo drauf eingraviert, so reingedruckt. Kann ich das irgendwie in der Kamera zeigen? Ah, da kann man es angedeutet sehen. Seht ihr das? So, vielleicht so ein bisschen. Naja, schade. Und hier ist eine einzelne Sache dran. Ein Konzeptart. Ich habe dieses hier. Ich glaube, es gibt auch unterschiedliche, ich bin mir sicher. Aber ich habe ein schönes. Das finde ich sehr schön. So die Stadt bei Nacht. Ich mag so Bilder von Städten bei Nacht. Sieht eigentlich richtig, richtig cool aus. Sofern die Stadt halt gut beleuchtet ist. Sagen wir mal so, ne? Es gibt natürlich auch Städte, die sehen einfach nachts schwarz aus, bei schwarz. Meine Heimatstadt. Ups, was? So. Gut, dann packe ich das mal eben schnell wieder ein. Wie gesagt, hier kommt extra in so eine Schutzhülle, die schon sehr vergewaltigt aussieht, weil man die einfach kaputt machen muss in den Ecken scheinbar. So ein bisschen, damit man die Briefumschläge überhaupt rauskriegt, weil ich will lieber die Plastikhülle kaputt machen, anstatt die Briefumschläge, muss ich gestehen. Weil die, da sind die Briefumschläge ein bisschen mehr wert. Da erinnern wir die schon aussehen. So. Zack, 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 zack. So. So, legen wir das zur Seite. Und kommen wir jetzt zu der Figur. Denn das ist noch hier drin. Ich musste sagen, es wirkte immer sehr wenig, muss ich gestehen. Aber ich mir das überlegte, wie groß die Figur und so weiter ist, ist die Collector's Edition. Ich glaube, die Collector's Edition hat damals auch sogar 230 Euro gekostet. Ich bin mir nicht sicher. Nagelt mich bitte nicht drauf fest. Und hier seht ihr schon, hier, das ist der ganze Karton.
Schön in Styropor. Ist hier drin eigentlich noch was? Was ist das? Achso, hä? Okay, hier ist einfach ein doppelter Boden drin. Nice. Und der doppelte Boden ist nochmal so ein Boden eingesetzt, aber ich verstehe nicht warum. Ich dachte, ich hätte vielleicht was Neues entdeckt, aber nein. Leider nicht. So, wo habe ich es aufgemacht? Da habe ich es aufgemacht. Okay. So, hier steht natürlich auf dem Karton auch nochmal Mirror's Edge drauf. Kann man, glaube ich, nicht gut erkennen. Ist irgendwas drauf hier auf dem Karton? Nee. So, wir müssen aufklappen. Am besten nicht gegen das Mikrofon. Und ich muss gestehen, ich hole jetzt, glaube ich, zum ersten Mal wirklich raus, die Figur. So. Hoppala. Und das ist das Teil. Ist mega schwer. Also der Block, auf dem die beiden da stehen, ist massiv, wie es scheint. So, hier kann ich das einfach so rausnehmen. Ich hoffe doch mal. So. Und dann haben wir sie. Fate heißt sie, glaube ich, ne? In Jung und in Alt. Auf einem schönen Podest. Hier schön gerissen. Das auch, geht auch rein. Ist jetzt nicht nur draufgeklebt. Und ja, schauen wir uns die Figur mal an. Ja, das hier lasse ich jetzt mal dran. Ist einfach nur als Schutz. Muss ich das nicht nachher nochmal draufziehen. Was vergesse. So, Bemalung. Die Bemalung ist. Ja. Bemalung ist nett ausgedrückt, ist nur. Naja. Okay, die Bemalung der Figur ist mega kacke. Guckt euch mal bitte. Mal sehen hier. Fällt dann, die ist am Schielen wie sonst was. Die Tattoos wirken irgendwie aufgeklebt. Das ist nicht genau gemalt. Aber wenigstens wurde auf bei den Schuhen haben sie darauf geachtet, dass die Schuhe wenigstens sauber gemalt sind. Scheinbar. Ja. Wenn ich mir die Hose angucke, die ist sauber, nicht sauber gemalt. Die Klamotten, na gut, da muss man nicht viel malen. Aber hier zum Beispiel der Riemen, der ist auch nicht sauber gemalt. Es fehlen sehr wenig Details, irgendwie so ein bisschen Dreck oder so auf den Klamotten oder so. Das fällt hier bei Faith hat ein bisschen was, aber beim Mädchen zum Beispiel ist alles, das sieht einfach aus, als wäre es einfach eine Kunstfigur. Dann sind die Schuhe auch nicht sauber gemalt. Ah. Okay, die Figur an sich, sie sagt, na gut, der Block ist halt sechs drin, das ist das Größte an der Figur eigentlich. Ja, wie gesagt, die Haare, die hätten wenigstens Details kriegen können, so, ja gut, dass diese Rillen und so, das ist halt gearbeitet hier. Diese Rillen hier, diese Haarsträhnen und so, aber da hätte wenigstens ein bisschen Details reingekonnt. Und vor allem, wenn man diese Gesichter anguckt, die sehen einfach so blöd aus, als hätte sie so irgendeine Actionfigur oder so. Guckt euch das an, das sieht ja nicht schön aus. Schade. Ich hatte mich erst über diese Figur gefreut gehabt, aber jetzt, wo ich sie ausgepackt habe und mal geguckt habe, muss ich sagen, nee. Ist nicht so geil. Wie gesagt, ich bin nicht froh, dass ich hier keine 260 € dafür ausgegeben habe. Aber man kann die Figur anpacken hier, also bewegen. Also merkt man auch, dass das wirklich nicht wie die anderen Figuren wirklich eine Figur, massive Figur ist, sondern einfach so eine Art Actionfigur eigentlich ist. Zumindest fühlt die sich so an. Ja, schade. Ich hatte ein bisschen mehr Aufgabe, wie gesagt, sie trotzdem ich werde sie mir trotzdem ins Regal stellen, wenn ich ein Regal habe. Weil, ja. Sag mal so, Mirror's Edge ist wenigstens ein Versuch von EA mal ein bisschen auszubrechen. Sagen wir es mal so. Ja, wie gesagt, ich hab's ja halt die Collector's Edition und wie gesagt, wenn ihr die haben wollt, ich hab mir gestern nochmal nachgeguckt gehabt. Da kriegt man die halt für 35 € auf eBay jetzt inzwischen und bei Amazon kann man sich die zum Beispiel für 70 € kaufen. Ah ne, das gibt ja noch so rein. Ich kann ja so rein. Ich muss die auch wieder richtig rum reinziehen, ne? Wie gesagt, für Liebhaber von Collector's Editions kann man sich das Ding holen. Einfach aus dem Grund, weil die Collector's Edition Box ist auch schon hochwertig, das muss ich nicht sagen. Das wird alles hochwertig. So. Gut. Dann, wie gesagt, was gab's? Es gab die Figur, es gab einen schönen Karton, es gab Artworks im Postformat und einmal so ein Cinematic-Ding. Ich weiß nicht, wie das Ding nennt. Aufklipp-Tattoos. Ja, das war's eigentlich. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr konntet was hiervon mitnehmen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao.